Es hat einen Raketeneinschlag in Polen gegeben. Darüber wollen wir sprechen. Oberst Reisner, was für Informationen haben Sie aktuell dazu? Ja, an erster Stelle muss jetzt gesagt werden, dass man hier wirklich Ruhe bewahren muss und zuerst die Fakten abwarten muss, die also zur Aufklärung dieses Falles beitragen. Ich möchte auch daran erinnern, dass es bereits einen ähnlichen Fall gegeben hat im März diesen Jahres, wo eine ukrainische Drohne, die also falsch abgebogen ist, in Zagreb eingeschlagen ist. Und auch da war relativ rasch klar, dass das ein Versehen war. Man muss diese Sache, die hier passiert ist, im Zusammenhang mit den massiven Luftschlägen, mit den Terrorangriffen der Russen auf ukrainische Infrastruktur sehen. Hier hat sich die Ukraine zur Wehr gesetzt und hier dürfte es offensichtlich der Fall gewesen sein, dass eine ukrainische Luftabwehrrakete vom Typ S-300, die auch russischer Bauart ist, hier offensichtlich auf polnischem Territorium heruntergekommen ist. Bereits gestern am Abend sind erste Fotos vorgelegen von einem polnischen Blogger, der die geteilt hat, und da war schon ziemlich klar erkennbar, wenn diese Fotos tatsächlich von dem Vorfallensort sind, dass die einer Luftabwehrrakete zuordnenbar sind. Es haben sich aber in den letzten Stunden die Ereignisse überschlagen, weil natürlich nicht klar war die genaue Ursache dieses Umstandes, aber heute steht immer mehr Klarheit und objektive Aussagen haben wir vor allem vom amerikanischen Präsidenten, der also zur Ruhe aufruft und hier ganz klar auch darauf hindeutet, dass möglicherweise das ein Versehen war von der ukrainischen Luftabwehr. Ja, die Amerikaner haben relativ schnell gesagt, dass es sich um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelt. Sie haben es gerade gesagt. Wie gut funktioniert denn so eine Aufklärungsarbeit? Woher kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt schon sagen, dass es sich um so eine Flugabwehrrakete handelt? Ja, alles hängt natürlich von der Sicherstellung der Materialien vor Ort am Einschlagsort ab. Hier kann man sehr klar aufgrund der Trümmer herauslesen, welche Rakete es war. Und hier ist dann auch relativ schnell feststellbar, ob das quasi eine ukrainische Rakete war vom Typ S-300. Der Flugabwehr. Wir wissen zwar, dass die Russen diese Raketen auch einsetzen als Boden-Boden-Raketen, aber die Distanz von Russland, vom russischen Territorium, von den Russen besetzten okkupierten Territorium bis nach Polen ist dann doch zu groß für einen derartigen Typus. Das heißt, viel ist es jetzt festzustellen, was wurde gefunden vor Ort. Hier gibt es ja erste Bilder von den Trümmerstücken und dann kann man ziemlich genau klar sagen, woher sie gekommen ist. Genau, es soll sich um eine Rakete russischer Bauart handeln. Wie viel russische Technik ist denn auch im Einsatz für die Ukraine? Genau, dazu muss man wissen, dass die Ukraine ja lange Zeit Teil der Sowjetunion war. Das heißt, die ukrainische Waffenindustrie, die doch eine sehr starke war, hat in der Zeit der Sowjetunion eine große Rolle gespielt. Diese Waffentechnologien wurden natürlich bis ins 21. Jahrhundert mitgenommen. Das Aufrüsten der ukrainischen Armee in den letzten 8 Jahren war wesentlich das Ergebnis der eigenen Waffenindustrie, die man also hier verwendet hat. Und da sind natürlich viele Fahrzeuge, ob das jetzt Panzer sind, Luftabwehrsysteme, die im Kern immer noch auf russische Erfindungen zurückgehen, auf russische Produktion. Und das sehen wir auch hier. So hat die Ukraine zum Beispiel also vor allem zwei Systeme im Einsatz, der mittleren und weiten Luftabwehr, das ist die S-300, aber auch die SA-11-System Buk, die also hier zum Einsatz kommen. Es war auch die Rede davon, dass es sich möglicherweise um eine Fehlfunktion handeln könnte, um einen sogenannten Blindgänger. Wie schätzen Sie das ein? Beziehungsweise wie wahrscheinlich ist es, dass so etwas passieren kann? Wie gefährlich ist das auch? Ja, das ist das große Problem, das wir hier sehen, dass trotz allem sich solche Konflikte sehr schwer einhegen lassen, weil es immer wieder zu Vorfällen kommt, die möglicherweise dann schwerwiegende Konsequenzen haben. Ich habe schon dieses Beispiel genannt, dieser einen ukrainischen Drohne, die also falsch abgebogen ist und dann in Zagreb abgestürzt ist. Das Problem ist, Sie müssen sich vorstellen, wir haben also hier gestern gesehen, den größten Angriff offensichtlich von russischen Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und Drohnen auf die Ukraine. Das ist eine sehr chaotische Situation. Die ukrainische Luftabwehr ist gefordert, hier zu reagieren. Sie haben Ziele, die aus verschiedenen Richtungen hereinkommen. Sie versuchen, Raketen zu starten, um diese Ziele zu treffen. Und da kann es natürlich dazu kommen, dass Raketen, die ihre Ziele nicht treffen, fehlgeleitet werden und dann woanders einschlagen. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie aktuell aber Russland nicht zutrauen, einen ganz gezielten Angriff auf Polen jetzt geplant und durchgeführt zu haben? Man kann das Russland sehr wohl zutrauen, die Fähigkeiten hat es dazu. Es gibt also aber momentan keinen Anlass, warum sie das tun sollten. Momentan hat Russland auf der strategischen Ebene immer noch die Handlungsinitiative und diese Handlungsinitiative besteht aus den Angriffen auf die kritische Infrastruktur. Wir haben also die paradoxe Situation, dass die Ukraine auf der taktisch-operativen Ebene Erfolge erzielt. Wir haben das jetzt gesehen auch bei der Inbesitznahme des Brückenkopfs von Cherson, der sich jetzt in ukrainischer Hand befindet, ein sehr großer Erfolg für die Ukraine. Aber trotzdem auf der strategischen Ebene kann Russland kurz- und mittelfristig immer noch Aktionen setzen. Und das wurde uns gestern wieder sehr deutlich vor Augen geführt mit diesen massiven Angriffen auf die kritische Infrastruktur.
Und die Frage ist natürlich, wenn das so weitergeht, wenn die Ukraine nicht genügend Luftabwehr hat, was bedeutet das dann für die ukrainische Bevölkerung für den Winter? Was bedeutet das für die Durchhaltefähigkeit der Ukraine im Kampf gegen Russland? Wie schätzen Sie das dann ein? Hat die Ukraine noch genug oder ausreichend Material, um genau solche Luftangriffe abzuwehren? Wir haben jetzt in den letzten Tagen wahrscheinlich die massivsten Luftangriffe oder Angriffe grundsätzlich auf die Ukraine gesehen. Wie ordnen Sie das auch ein, was da aus Russland gerade kommt? Ja, das Problem ist, dass in den letzten Monaten wir immer darauf gehofft haben, dass die russischen Arsenale an Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und Drohnen leer werden. Das ist nicht der Fall gewesen. Wir sehen zwar, dass es zu einem Nachlassen gekommen ist der Intensität, Stichwort Verfügbarkeit auch der Waffensysteme, aber Russland hat es geschafft, durch eine entsprechende Kooperation mit dem Iran einen Nachschub sich zu organisieren. Und das sind vor allem diese zum Beispiel Garand-2-Drohnen, die so unterstützen beim Einsatz der russischen Marschflugkörper. Es steht auch im Raum, dass der Iran Raketen geliefert hat, ähnlich quasi der russischen Iskander-Rakete, die möglicherweise in den nächsten Wochen eingesetzt werden können. Auf der anderen Seite haben wir die Ukraine, die im Sommer sich darauf konzentriert hat, schwere Waffen aus dem Westen in die Ukraine zu bringen. Das war die Voraussetzung für die Durchführung der Offensiven in Cherson, in Charkiw, aber auch im Raum Saporoschia. Aber das Problem ist natürlich, die Luftabwehr ist nur sehr im geringen Maße hereingekommen. Sie haben ein riesiges Land, sie haben also viele Objekte, die zu schützen sind. Und momentan erkennen wir, dass die Russen das zentrale Nervensystem des Landes angreifen, die zentrale Stromversorgung, und dass also hier offensichtlich zu wenig Schutzmaßnahmen noch immer vorhanden sind. Welche Auswirkungen hat das auf die Ukraine mit Blick auch auf den Winter? Wie gravierend sind diese Angriffe Russlands auf diese, vor allem auf die Stromversorgung? Das Problem war, dass die Russen am Beginn der Invasion in der Ukraine in den ersten Tagen sehr gezielt die ukrainische ortsfeste Fliegerabwehr angegriffen haben und hier auch sehr erfolgreich waren. Das wurde bei uns kaum in den Medien wahrgenommen. Es gibt aber hier schon sehr gute Auswertungen, die das auch dokumentieren. Es gibt auch viele Videos, die das zeigen. Und mit den verfügbaren Fliegerabwehrsystemen, die man hatte, hat dann die Ukraine versucht, vor allem im Sommer auch ihre Bereitstellungsräume zu schützen als Vorbereitung für die Offensiven gegen Russland. Das hat funktioniert. Das Problem war aber, dass der stete Fluss quasi an Nachschub der Fliegerabwehr nicht in diesem Ausmaß passiert ist, wie es vorgesehen hätte werden müssen. Und dass natürlich auch die ukrainischen Arsenale an verfügbaren Fliegerabwehrraketen stetig leer geworden sind. Jetzt haben wir genau das Dilemma, dass die Ukraine Fliegerabwehrsysteme verwendet, ehemaliger russischer Bauart, und für die gibt es nur sehr eingeschränkte Munitionssorten verfügbar. Man kann also hier die Ukraine nicht beliefern mit S-300-Raketen, weil sie die in Europa nicht gibt. Beziehungsweise die Systeme, die es gab, da gab es ein System, das wurde von einem europäischen Land bereits in die Ukraine geliefert, und es ist kaum etwas hier. Und darum ist es so wichtig, jetzt quasi rasch europäische oder amerikanische Fliegerabwehrsysteme nachzuschieben, weil da gibt es auch dann die Munitionsmengen, die dazu geeignet sind, quasi hier diesen Abwehrkampf weiterzuführen. Oberst Reißner, wir haben jetzt in den vergangenen Wochen verschiedene Phasen in dem Krieg beobachtet. Vor allem in den vergangenen Wochen hat die Ukraine vermehrt versucht, Gelände zurückzugewinnen. Russland versucht mit Angriffen vor allem auch gezielt auf die kritische Infrastruktur die Ukraine so zu schwächen. Ist das jetzt diese Angriffe, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, schon eine neue Phase oder was erwarten Sie in den nächsten Wochen? Ja, wir sind grundsätzlich immer noch in dieser dritten Phase des Krieges. Also die erste Phase war die Abwehr, der Abwehrerfolg der Ukraine im Raum Kiew. Das zweite war das Fegefeuer im Sommer, wo nicht klar war, können die Russen möglicherweise den Donbass in Besitz nehmen. Und die dritte Phase war jetzt dieser Eroberungsfeldzug zur Inbesitznahme der okkupierten Gebiete der Russen durch die Ukraine, die sehr erfolgreich waren. Über all diese drei Phasen haben wir aber eben diese strategische Ebene, wo Russland weiter quasi diese strategischen Angriffe durchgeführt hat und dieses Momentum aufrechterhalten hat. Solange Russland hier in der Lage ist, diesen Abnutzungseffekt zu erzielen, solange ist es schwierig für die Ukraine durchzuhalten. Darum ist auch der Ruf nach Fliegerabwehr völlig richtig und auch zum richtigen Zeitpunkt. Er hätte vielleicht sogar früher kommen müssen, damit man sich vorbereiten hätte können auf diese quasi Angriffe, die also so zentral dann zugenommen haben. Das liegt damit, zusammen, hängt damit zusammen, dass Russland am Anfang versucht hat, nicht gegen die kritische Infrastruktur vorzugehen, sondern erst, wie es gesehen hat, dass es seine Ziele nicht erreicht, plötzlich geschwenkt ist und damit diese neue Betroffenheit entstanden ist. Wie das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sich entwickeln wird, wird entscheidend davon abhängen, ob einerseits Russland das Momentum dieser strategischen Angriffe weiter aufrechterhalten kann. Also kann es hier Nachschub, der aus dem Iran kommt, entsprechend einsetzen. Oder ob auf der anderen Seite es der Ukraine gelingt, quasi hier Fliegerabwehr so intelligent einzusetzen, dass sie ihre Kerninfrastruktur schützen kann und damit der Bevölkerung das Überleben durch den Winter ermöglichen. Oberst Reißner, ganz herzlichen Dank für die Zeit heute und für die Informationen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.